Ich glaube, es war in den frühen 90ern, da gab es ein Lied von Klaus Lager, das hieß Faust auf Faust. Heute kommt Faust ins Glas. Und welche Brauerei das ist, könnt ihr euch bei dem Namen schon denken. Welches Bier, verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute ein Bier aus dem Brauhaus Faust aus Miltenberg verkosten möchtet. Miltenberg in Unterfranken und eine der Brauereien, die hier von euch auch sehr, sehr oft gewünscht werden. Und da habe ich mir gedacht, den nehme ich mir nochmal das Bayerisch Hell, denn ja, Unterfranken, sehr zum Leidwesen der Franken, gehört ja zu Bayern. Und ein helles Bier aus Bayern, das kann ja kaum verkehrt sein. In diesem Fall ist drin Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Es hat, blob, wo steht's? 4,8 Volumenprozent Alkohol, 11,4 Grad Plato. Über die Bittereinheiten habe ich nichts rausgefunden. Aber, dass dieses Bier immerhin beim Meininger Craft Beer Award Gold im Jahre 2021 gewonnen hat. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Ja, 1654, ich gehe mal davon aus, dass das das Gründungsjahr der Brauerei Faust ist. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte, schreibt es mir gerne hier unter das Video. Und dann werden wir auch mal diese helle Freude ins Glas entlassen. Mal gucken, was da auf mich wartet. Und ja, hell in jedem Fall, eine schöne, klare, ungetrübte, ja, hellere goldgelbe Farbe, ein 2 Finger breiter weißer Schaum oben am Glas, in der Nase. Oh, das sind schöne, strohige, florale Noten. In jedem Fall getreidig, hellmalzig. Ja, würde man sagen, setz zum Wohl. Cheers! Na, das ist auf jeden Fall angenehm mild. Das ist so ein typisches Biergartenbier. Ja, mild, prickelnd, aber eine gewisse Frische mit dabei. Schönes, helles Malz am Start. Super frisch, leichtes Mundgefühl. So ein bisschen so weißbrotige Noten, die geben dem Ganzen dann noch einen gewissen Twist mit. Schöner, grasiger Hopfen auf jeden Fall auch mit dabei. Mittlere Süße. Für mich kriegt die so einen ganz dezenten Honigtouch mit. Und die Bittere so eher, ja, so in einem so unterschwelligen Bereich. Also es ist jetzt auf keinen Fall ein bitteres Bier. Es hat auf jeden Fall auch durch die Süße eine tolle Balance bekommen und ja, leichte Würze hinten nach. Und es wird, nee, das nehme ich noch nicht vorweg, es ist ein schlanker bis mittlerer Körper, relativ lebhafter Kohlensäure. So, da tut sich schon ein bisschen was im Glas. Von der Textur her glatt und süffig. Also wie gesagt, Biergartenbier. Das ist, glaube ich, etwas, was man diesem Bier definitiv bescheinigen kann. Und es wird, und das wollte ich jetzt eben gerade sagen, weil man einfach merkt, das kippt, also gerade was so diese Süße angeht, das kippt relativ abrupt weg und wird dann schlagartig richtig trocken. Es bleibt hellmalzig. Schöne strohige Noten, relativ wenig bittere und damit aber auch relativ wenig herbe. Das wird den einen oder anderen freuen. Und damit geht es halt in ein sehr, sehr trockenes Finish rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein schönes Biergartenbier. Wenig Ecken, wenig Kanten, aber sehr ordentlich gemacht. Das Bayerisch Hell aus dem Brauhaus Faust zu Miltenberg in Unterfranken von Probiert TV gibt es dafür 3,5 Punkte. Für das Bayerisch Hell aus der Brauerei Faust. Wenn ihr dieses Bier kennt und eine andere Meinung dazu habt, schreibt mir es gerne unter das Video. Wenn ihr noch kein Abo von dem Kanal habt, dann bitte an der Stelle vielleicht ein bisschen auch an mich denken und ja, hier unten abonnieren. Der Kanal soll werbefrei bleiben und ich brauche ein bisschen Support von euch und das könnt ihr am einfachsten und am kostenfreisten mit dem Abo machen. Und ihr kriegt auch immer Infos, wenn es neue Videos gibt, so wie das heutige Video. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.